Fühlst du dich auch so gereizt wie ich? Ich hatte schon schlimmere Kater. Allerdings habe ich es jetzt mehr im Rücken als im Kopf. Ich habe mich noch gar nicht so richtig bei dir bedankt. Ich bin froh, dass wir die Operation hinter uns gebracht haben. Kann ich irgendwas für Sie tun? Brauchst du was? Danke. Guten Tag, Frau Jones. Guten Tag. Guten Tag, Frau Nowak. Graf Lahnstein? Ich wollte mich persönlich davon überzeugen, dass es Ihnen gut geht. Bitte schön. Herzlichen Dank, sehr nett. Frau Nowak. Bitte schön. Wie komme ich zu der Ehre? Nun, immerhin sind Sie eine Freundin meiner Tochter. Auf jeden Fall, vielen Dank. Dich hatte ich allerdings nicht hier erwartet. Ich bin noch gerade erst gekommen. Der Termin war schneller beendet, als ich dachte. Oh, wie schön. Umso schneller konntest du natürlich hier sein. Ja, genau. Hanna ist schließlich eine richtig gute Freundin. Gut, dann werde ich mal zwei Vasen organisieren. Ja, mir geht's gut und ich will so schnell wie möglich nach Hause. Ja, ich wollte mich nur verabschieden. Mach's gut. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Dann lass es einfach. Ich will sowieso nichts mehr davon hören. Besuchst du mich mal auf einer Tasse Tee? Ja, warum nicht? Hallo, Frau Jones. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ach, gut. Danke. Werde ich mitpacken? Ob wir den zukriegen? Wenn du so weitermachst, dann könntest du bald Mutter Theresas Orden beitreten. Aber du hast ja leider nur noch eine Niere zum Spenden. Sprichst du mit mir, ja? Sei doch froh, dass es wenigstens einer noch tut. Bist du eigentlich abgeholt? Ich könnte dich mitnehmen. Danke, nein. Eher gehe ich zu Fuß. Schließlich habe ich immer noch zwei Beine. Naja, du hast es ja auch nicht eilig. Schließlich wartet niemand in deiner großen, schönen, leeren Wohnung. Vielen Dank für deine Anteilnahme. Du bist und bleibst der bedauernswerteste Mensch, den ich kenne. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Du willst ja sicher noch bleiben, oder? Mhm. Ganz bestimmt sogar. Ja. Dann will ich nicht länger stören. Ich habe mich noch gar nicht wirklich bei dir bedankt. Du warst mir in den letzten Wochen wirklich eine große Hilfe. Ich kann dich doch in so einer Situation nicht im Stich lassen. Bis später. Bis später. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh. Zu stürmisch, meine Narben. Oh, wow. Aber ich freue mich einfach so, dass es dir wieder gut geht. Du siehst großartig aus. Ja, ja. Vielleicht sollte sich jede Frau ab und zu eine neue Niere gönnen. Eigentlich wollte ich ja heute viel mehr Zeit mit dir verbringen. Aber den Termin mit meinem Vater muss ich unbedingt wahrnehmen. Ich wollte mich ja sowieso noch ein bisschen hinlegen. Hallo. Hi. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Nein, nein, ich bin nur ein bisschen überrascht. Ja, dann kann ich ja beruhigt gehen. Am Besuch mangelt sie jedenfalls nicht. Tschüss. Tschüss. Ciao. Du hattest doch gesagt, ich könnte mal auf eine Tasse Tee vorbeikommen. Ja, klar. Ich habe nur gar nicht so schnell mit dir gerechnet. Mir ist doch noch ein bisschen wackelig und ich dachte, vielleicht geht's dir auch so. Geteiltes Leid.
Die Gräfin kümmert sich ja wirklich rührend um dich. Ja, das ist wirklich eine tolle Freundin. Ich verstehe gar nicht, was so eine klasse Frau an Bernd findet. Er wird schon seine Qualitäten haben. Ich mach uns mal den Tee. Die müssen aber ganz neu sein. Im Ernst, Hanna, da passt doch nichts zusammen. Der Mann hat doch überhaupt nicht ihr Niveau. Hm? Danke, nein. Du weißt ja, wir sollten im Moment nicht so viel trinken. Ich freue mich übrigens, dass wir wieder ohne Streit miteinander reden können. Ja, schon erstaunlich, was so eine Operation alles bewirken kann. Darf ich dich was Persönliches fragen? Ja, natürlich. Ihr mögt euch sehr, die Gräfin und du, oder? Ja, wie gesagt, wir sind sehr gute Freundinnen. Freundinnen wie Freundinnen. Ja, was denn sonst? Ja, die Art, wie ihr euch anseht, wie sie dich berührt. Kann es sein, dass sie der Grund ist, warum du dich von Lars getrennt hast? Ich fasse es nicht. Ich dachte, wir hätten alles überstanden und jetzt kommt deine Schwester und macht alles kaputt. Das ist doch gar nicht gesagt. Wie hat sie es denn überhaupt rausbekommen? Sie kennt mich auch, wenn ich verliebt bin. Jetzt hat uns eine Schwester in der Hand. Sie hat mir versprochen zu schweigen. Und du glaubst ihr das? Ja. Dann können wir nur hoffen, dass du recht hast. Du hättest mich ruhig anrufen können. Was ist denn los? Silvia hat Bernd gedroht, unsere Verlobung auffliegen zu lassen. Nein, das glaube ich nicht. Das meint sie nicht ernst. Bernd hat sie wahrscheinlich provoziert und jetzt versucht sie, meins auszuwischen. Jetzt mach dir mal nicht so viele Sorgen, bitte. Silvia hat mir fest versprochen, zu schweigen. Außerdem können wir sowieso nichts anderes tun, als ihr glauben. Na, das sind ja super Aussichten. Am besten, wir wandern gleich aus, oder? Jetzt lass uns mal meiner Schwester vertrauen, bitte. Deine Meinung über deine Schwester hat sich ganz schön geändert. Sie hat ihr Leben für mich riskiert. Oh. Ja? Carla? Ja, na klar, ich komm noch mal hoch. Okay. Ja, danke. Das ist nett von dir. Danke. Ciao. Klar, mach ich gern. Macht sie denn nicht auf? Carla, wir haben doch noch genügend Zeit. Wir brauchen maximal 20 Minuten zum Flughafen. Hey, hast du Angst, ihr verpasst euren Flug? Ja, wenn Hannah weiter so trödelt, dann schon. Packt bestimmt noch irgendwo. Hannah! Das grenzt ja wirklich an ein Wunder, dass Hannah die OP so gut... Hannah! Hannah! Hey, Hannah! Mach auf! Hannah! Hier nebenan wohnt ein Arzt. Ja. Hannah! Also, davon dreimal täglich und ansonsten viel Ruhe. Ja, nochmal vielen Dank für Ihre prompte Hilfe, ja? Zum Glück wohne ich ja nur zwei Türen weiter. Also, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ich muss dann auch los. Gute Besserung, ja? Wohl mit der Südsee. Hey, Hauptsache es ist nichts Schlimmes. Und das ist doch das Wichtigste. Eben. Du hast dir einfach zu viel zugemutet. Ich will einfach nur normal Urlaub machen, wie jeder andere Mensch auch. Das tun wir. Wir holen das nach. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das sagen wir jetzt schon seit Monaten. Wir fahren einfach für ein paar Tage aufs Land. Leonard hat das von Anfang an empfohlen. Was will ich denn in der Hütte? Am besten noch in der Eifel. Entschuldigt mich. Hallo, Carla von Lahnstein hier. Ich habe einen Auftrag für Sie.